Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge YouTubers Live und ich wünsche euch viel Spaß. Wie geht's, Olli? Ein neues Handy wird in ein paar Tagen auf dem Markt erscheinen und wird ein paar echt klasse Extras für YouTuber haben. Du solltest bei solchen Veranstaltungen dabei sein, um mit den Industrieneuheiten immer auf dem neuesten Stand zu sein und natürlich etwas Bekanntheit zu gewinnen. Ich habe ein paar Einladungen zu vergeben, also wenn du mit mir kommen willst, ich gehe einfach auf deinen Kalender und stimme zu. Pass auf, wir gehen da auf jeden Fall mit hin. So, Phoebe, nein, quatschen ist nicht. Wir leben mal gesund, heute essen wir mal Salat. Natürlich. So, Kalender, wo haben wir es denn? Neues, das Strawberry Course. Wo ist denn das? Ist das das Ding? Los, da gehen wir aber mal hin, komm her, das machen wir. Da kommen wir auch ein Ticket, dann gehen wir da auch nochmal hin. Karate Kid, Blue Man, Nothing High, Blue Iron Man, okay. So, dann gehen wir, wie wir halt so sind, formale Kleidung. Ja, wir sind formal. Wir gehen da einfach mal hin, so wie wir sind. Völlig wurscht. So, im Übrigen gab es jetzt zwischendrin mal ein Update dieses Spiels. Und dementsprechend ist das Ganze etwas neuer aufgestrickt. Etwas anders als noch in den letzten Part. Und dementsprechend, oder in den letzten Parts. Und dementsprechend da bitte nicht verzagen. Einfach Herrn Poppy fragen. So, wo sind wir hier? Also, wir gehen hier einfach mal hin. Jonathan. Der Jonathan. Was sind das eigentlich für Leute hier? Was sind das für Freaks? Kennen wir die? Nein, die wollen wir nicht kennen. Wer bist du? Du bist bestimmt irgend so ein komischer Typi. Ein Kaeden. Wer ist denn das? Profil ansehen. Kochen! Nee, komm. Da müssen wir nicht hin. Das können wir knicken. So, wer bist du? Profil ansehen? Weißt du auch nicht. So, wir gehen hier einfach mal weiter und dann machen wir mal eine Runde Posing für die Presse natürlich. Hallo, ich bin Fame. Guckt meine Videos. Ich habe schon fast 30.000 Abonnenten. Ich bin jetzt berühmt. Arschloch. Also, gehen wir einfach mal in den Saal und dann schauen wir mal nach, was da so los ist. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Wir sind schon im Kino. Da sind aber nicht gerade viele Leute. Mal sehen, wo ich mich hinsetze. Pass auf, wir setzen uns hier gleich auf den Fluchtweg und dann sehen wir mal, was passiert. Okay, das ist genug. Ich gehe jetzt. So, wir sind wieder zu Hause angekommen und dann werden wir einfach nochmal schauen, dass wir... Was machen wir denn mal? Meist gesehen, 250.000 Aufrufe. Das passt schon, denn die holen uns ab. Abonnenten, ahoi. Oh, hier, er heult. Wir sind aufgestiegen. Levelaufstieg. Yay! Das nehmen wir auch noch mit. Und was haben wir hier denn? Ach, wir haben neue Skillpunkte. Dann könnten wir ja eigentlich das auch nochmal mit ausbauen und dann haben wir eigentlich schon die ersten... 5 Punkte oder 6 Levelpunkte aufgenommen. Ja, das können wir, glaube ich, machen. Das finde ich voll in Ordnung. So, dann können wir ja eigentlich... wie können wir denn eigentlich Reviews machen? Ach, wahrscheinlich müssen wir uns dazu leveln, ne? Das geht natürlich auch. So, ich habe mir zwischenzeitlich auch nochmal ein Spiel gekauft. Das zocken wir einfach auch nochmal. Dann gehen wir da weiter. Und... bist du doof? Du sollst doch hier aufnehmen. Aufnehmen sollst du... So, und Video starten und fortsetzen und das nehmen wir einfach mal so mit. Und dann lassen wir uns überraschen, was so kommt. So, jetzt haben wir hier natürlich vorher vorgesagt bekommen, was wir machen sollen. Und jetzt müssen wir selber die Reaktion machen. Du startest eine Aufnahme, wir haben eine tanzende Begrüßung. Dann geht das hier weiter. Aufnahmezeit, bevor das Spiel startet. Wir machen einen... Philosophen. Singender Kommentar, fröhliche Äußerung. Wir singen mal. Komm her. Einen sarkastischen Kommentar. Professionellen Eindruck. Und dann haben wir nichts mehr zum Ende über. Nein, doch. Alter Schwede, Glück gehabt. Weiter geht's. Dann schnell noch schneiden. Oh ja, das passt schon fast gut. So. So. Und so. Und dann nehmen wir das, das und das. Passt natürlich nicht. Egal. Rendern. Und das neue Punktesystem ist auch anders hier. Also ist nicht mehr so, wie es vorher war, sondern es sieht jetzt hier so aus. Interesse haben wir da 58% und dann haben wir den Rest hier stehen und wir haben neue Rekorde. Oh cool. Das geht. So schlecht ist es hier nicht. So, jetzt ziehen wir uns um und dann geht's ab auf das Handy, glaube ich, ne? War das nicht so gewesen? So, jetzt gucken wir uns an, was es für ein Handy ist hier. Willkommen auf der Präsentation von dem neuen Strawberry Course 9200. Ja. Wir schaffen das, dass der Strawberry Course 9200 den Mobile-Markt revolutionieren wird.
Das neue Handy verbindet dich erstmals mit sozialen Netzwerken. Du kannst Nachrichten an deine Freunde senden. Du kannst deinen Freunden folgen. Und ich konnte es nicht weiterlesen, das ist scheiße. Das Gerät wird am 23. September zu einem Preis von 150 Euro-Dollar erscheinen. Alle Besucher dieser Veranstaltung bekommen einen Preisnachlass von 100 Dollar. Oh, cool. Für 50 Dollar, das nehmen wir doch. Für 50 Dollar nehmen wir den Scheiß doch mit. Das können wir doch machen. Ich knüpfe keine Kontakte. Ich spreche mit keinem. Aber ich stelle mich gern vor die Pressewand. Ich habe Abonnenten verloren. Ja, du bist noch nicht bekannt, du bist ein Arschloch. Warum soll ich denn da mal mit den Leuten reden? So, pass auf, du Arschloch-Ding. Wir machen jetzt erstmal reparieren. Alter Schwede, ey. So, dann müssen wir leider nochmal arbeiten gehen. Wir brauchen nämlich Kohle. Oh, zwei Daumen runter. Alter. Treffen ist das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Das Spiel ist echt angesagte Zeit. Ich kann nicht glauben, dass sich ein selbsternannter YouTuber so bescheuert beim Nachbearbeiten der Videos anstellt. Na klar. Mache ich ja auch. Ich habe auf deinen ersten Dall-PC-Video meine Oma macht ja bessere Videos als du. Ja, das ist richtig. Das Video ist tot. Toll. Ich hab Killy ist tot. Jo. Das Video ist tot. Und schon haben wir einen Titel. Unter anderem mal wieder. So. Das heißt, jetzt könntest du eine Runde pennen gehen. Ja, sehe ich dir schon an. Dann können wir danach essen. Nach dem Essen können wir ein Video drehen. Oder aufrüsten. Lass uns dann mal gucken, was aufzurüsten geht. Scheiße, ich wollte essen. Nein! So, dann machen wir mal... Was haben wir denn hier? Tastatur, Tastatur, Tastatur. Alles, was grün ist, habe ich schon, ne? Kann das sein? So, pass auf. Dann gucken wir hier nochmal bei CPU. 250 Talers mit USB 3.0. Yay! Eine neue Tastatur wäre vielleicht nochmal angesagt. Das können wir machen. Dann können wir noch einen Monitor auf jeden Fall mal nehmen. Für 90 Flocken. Mit einem HD-Ready-Monitor. Neue Webcam für 130. Dann haben wir die ganze Kohle, die wir eingenommen haben, ja schon fast verprasst, ne? Ist auch doof. Blue Jedi USB-Mic. Voll gut. Schnittprogramm. Final Premiere Advanced. Ne, wir kaufen nur das. Egal, komm her. Das nehmen wir mit. Dann können wir das nämlich... Soweit schon mal einleiten. So, dann kriegst du noch was zu essen jetzt auf jeden Fall. Das haben wir nämlich eben nicht gehabt. So, dann brauchst du einen Salat. So, und dann brauchen wir öffnen. Cool, eine Tastatur. Und noch ein Paket mit einem Monitor. Yay. So, dann gehen wir nochmal den Kurs fortsetzen. Starte 3 Tage. Video Nachbearbeitung für Anfänger. Video... Fotografie für Anfänger, Schauspiel für Anfänger, Computerwissen für Anfänger, Tonbearbeitung für Anfänger, digitale Effekte für Anfänger, Videoaufzeichnung für Anfänger. Okay, pass auf, dann machen wir zwei Tage dauert das immer, ein Tag, grundlegend Computerwissen für Anfänger. Bitte eines Freundes, hallo, mein Computer ist kaputt gegangen und ich kann eines meiner Videos nicht bearbeiten. Ich habe gehört, dass du daran ziemlich gut sein könntest. Könntest du bitte, jawohl, was haben wir denn hier? Nein, ich habe keine Z-Box. Das tut mir leid. Abonnenten, ahoi. 30.000. Oh, geil, ich habe über 30.000 Abonnenten. Wow. Das dauert jetzt voll lange, das ist voll doof. Wohnungsmiete, 80 Dollar. Alter. Kurs abgeschlossen. Grundwissen für Anfänger. Yeah. Nein, ich will mich nicht unterhalten. Was haben wir hier? Eine neue Karte. Oh, was ist das? Nein, Chat. Nein, Cat. Nein, was auch immer das ist. Keine Ahnung. Lustige Kritik. Nehmen wir lustige Kritik. Dann nehmen wir die. Läuft. So, und dann gehen wir nochmal einkaufen und kaufen uns einfach nochmal ein neues Spiel. Mal sehen, was jetzt bei rauskommt. Amazing On. Nikara, dein PC, Gothic Racket, Februar 25. Aber wir haben schon April. Ja, los, mach hin. Aber wir haben nix. 4 Sterne, 5 Sterne, pass auf. Dann nimm mal das. Zack, ganz einfach. Kaufen wir uns das nochmal und dann machen wir davon nochmal ein Spiel. Fertig. So, dann chatte du mal. Währenddessen kommt das Spiel. Spiel öffnen. Und wir machen ein Gaming-Video. Mit, lass mich raten, dem Team Jackhammer Commander. Und wir machen ein Gameplay. Ich würde ja gerne was anderes machen, aber ich muss das irgendwie noch frei... Ich weiß nicht, wie ich das freispiele, aber wir werden sehen. So, was haben wir hier jetzt noch? Das dauert nicht so lange mit dem Chat. Kara. Mensch, Kara. Wer ist Kara? Wer ist Kara? Da ist Kara. Wer bist du? Lifestyle. Wow. Hey, ich habe gehört, du hast ein paar richtig coole Spiele. Ich will die mal ausprobieren. Nee? Ich möchte dich heute Abend gerne ins Kino einladen. Ich habe keine großen Erwartungen, aber ich habe gehört, der Film soll großartig sein. Kommst du mit? Ja, los, machen wir. Ausnahmsweise zieh dich um. Ich wollte doch ein Spiel spielen. Mann! Was haben wir hier noch?
Geld, Geldaufträge. Kara, ein Freund für dich zu haben, ist großartig. Ich bin sicher, dass der... Scheiße. Okay. Popschutz haben wir hier auch noch. Normale Auflösung. Jetzt habe ich einen neuen Monitor und kann da nichts besser einstellen. Dann spielen wir trotzdem weiter. Team Jackhammer Commander. Machen wir einfach so weiter, komm. Scheiß auf Videotitel. Lautes Spiel. Tanzende Begrüßung. Hallo. Spielintro. Wir machen einen sinnlosen Kommentar. Scheiße. Du bist ein Level aufgestiegen und wir machen einen singenden Kommentar. Ladebildschirm mit Hinweis. Einen sarkastischen Kommentar. Oh Gott, wir haben noch zwei, ne? Du hast ein Achievement bekommen und wir machen einen Profi-Ausruf. Auswurf. Du schaltest die Kamera aus. Tschüss. So, weiter. So, einmal bearbeiten. Oh lol. Warte mal, wo war er gewesen jetzt? Nee, wo ist er hin? Da. Den mitnehmen. Den mitnehmen. Gut, dann haben wir ein, zwei kleine Schnittfehlerchen drin. Also eigentlich nur einen. Aber damit kann ich leben. Das geht. Wie, 64% nur Interesse? Nachbearbeitung, neuer Rekord, 713. Level aufgestiegen. Hochladen. So, Video haben wir gespielt. Jetzt müssen wir uns umziehen. Wir ziehen uns um. Da sind wir. Hallo, wir reden mal miteinander. Na, Greta? Hahaha. Ach, hör auf. Ja, nee, ey. Ohne Witz. Gut, gehen wir. Gehen wir einfach vorne vor die Kamera und stellen uns mal da hin zum Posen hier. Hallo, ich bin da. Guten Tag. Na? Hi. Ja, du mich auch. So, und ab in den Saal. Oh, ich bin Level Up. Lol. Maximale Glühlampen 2. Wow, ist das voll. Lass uns Plätze suchen, bevor keine mehr frei sind. Ja, komm, wir gehen hier hin. Da ist der Fluchtweg nicht so weit weg. Die mit ihrer coolen Mütze. James Bond 0013 in Action. Machen wir jetzt? Reden, ne? Wir haben einfach nochmal Spaß im Kino. Habe ich ja schon mal erzählt, ne? Wir haben ja schon mal im Kino gesessen und haben in unserer damaligen Zeit einfach mal den ganzen Saal unterhalten, indem wir uns da einfach so straight einen Witz erzählt haben. Ach nee, bei Titanic war das gewesen, genau. Da habe ich keinen Witz erzählt, sondern da hat das ja so Ewigkeiten gedauert, bis die Titanic untergegangen ist. Und dann habe ich irgendwann so ab der Hälfte des Films gesagt, nee, gar nicht ab der Hälfte des Films. Hier da, wo sie alle geheult haben, wo DiCaprio da untergehen war und so weit alles. Da habe ich dann nur irgendwie gesagt, wo der Kahn so eine halbe Ewigkeit gebraucht hat, um unterzugehen, habe ich dann irgendwann ganz laut gefragt, mein Gott, gesäuft der Kahn auch irgendwann noch ab? Alter, da waren die alle so böse auf mich gewesen, ohne Witz. Alle so am Heulen und dann haut da so blöd mal so einen Spruch raus. Das geht gar nicht. Aber so war ich halt. Bin ich ja eigentlich auch immer noch. Ich kann in solchen Filmen nicht ernsthaft reingehen, das geht nicht. Kann ich nicht bringen. So, und ich habe mit Greta eine neue Beziehung gefestigt. Aber ich habe die Schnauze voll, ich gehe jetzt. Tschüss. Yay! Geldauftrag abgeschlossen. Wow. Was haben wir hier noch? Nichts weiter. Bekommen 50.000 Abonnenten. Na, ich bin fast dabei. Aber auch nur fast. So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir mal nochmal ein Gameplay. Ja, los. Ein Video machen wir noch und dann gehen wir nochmal arbeiten. Brauchen wir auf jeden Fall. Wir nehmen den Mystic River nochmal. Wobei, brauche ich dafür eine Konsole? Nee, Computer nur. Okay, los. Mystic River Gameplay 2. Ladespiel. Tanzende Begrüßung. Hauptmenü. Sarkastisch. Normales Spiel. Professioneller Kommentar. Kommt immer gut. Spielintro. Philosophie. Aufnahme. Episches Spiel. Und wir machen einen singenden Kommentar. Und dann haben wir noch eine Zusammenfassung. Alter, den letzten Punkt hier. Den letzten Skillpunkt läuft. Haben wir alles ausgenutzt. Hoffentlich kriegen wir es auch irgendwie zusammen. Oh, das sieht schon mal fast gut aus. Zwei Fehler diesmal, okay. Aber immerhin 59% Interesse und einen neuen Rekord in der Qualität und in der Nachbearbeitung. Cool. Ich hab's jetzt nicht ernsthaft weggedrückt. Ohne Witz, ich hab's nicht ernsthaft weggedrückt. Jemand ist an der Tür und... Ja, komm rein. Hallo, ich bin von der Gasfirma. Ich soll nach einem Boiler sehen. Kann ich reinkommen? Ja, los. Du sollst schlafen gehen. Dich kann man reparieren lassen. Und nach dem Pennen musst du essen. Wenn dir der Part gefallen hat, dann lass doch einen Kommentar und einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns übermorgen wieder hier auf diesem Kanal mit der nächsten Folge von YouTubers Live. Bis dann, ciao!